Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die katholische Kirche hat dem Priester, Hochschullehrer und Psychotherapeuten Eugen Drewermann bis auf Weiteres die Lehrerlaubnis entzogen. Der Erzbischof von Paderborn, Degenhardt, begründete heute diesen Schritt damit, dass die Thesen des Theologen in fundamentalen Fragen nicht mit der Lehre der Kirche übereinstimmten. Drewermann bezeichnete diese Entscheidung als eine Degeneration der Theologie zu einer Ideologie der verwalteten Macht. Er wird sich dazu heute Abend noch einmal in der Sendung Report um 21 Uhr äußern. Die Tagesschau meldet sich wieder um 22:30 Uhr mit den Tagesthemen.